Hallo, 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 ihr sexy Hüpfer. Ja, Hallöchen. Na, seid ihr bereit für ein bisschen Larry-Action? Seid ihr bereit für Romantik, Zärtlichkeit und schmutzige Sachen? Ja, viel Erotik werden wir heute erleben. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin erstmal gespannt, ob wir es am Ende überhaupt zeigen können. Das wird sich zeigen, B, wie gut es gealtert ist oder auch nicht. Und C, vor allem, es ist ja jetzt das Remake, ob wir auch die Dead Ends haben oder ob es viele Dead Ends gibt oder ob das hier ausgebügelt wurde. Das weiß ich gar nicht. Das fände ich mal interessant zu erfahren. Das werden wir sehen. Ich mache aber noch ein bisschen leiser. Yes. Okay. Wo es eine wunderbare Musik ist, also muss man sagen. Klassische Larry-Theme. Wir spielen heute Leisure Suit Larry Reloaded, das 2013er Remake des 1987ers Leisure Suit Larry in the Land of... Of the Lounge Lizard, oder? Was ist so? Irgendwie so. Ja. Also das Remake des allerersten Larry-Tiles. Und wir spielen das Ganze mit einem Bildungsauftrag, denn natürlich. Mit diesem Let's Play wollen wir euch zeigen, wie man nicht mit Frauen redet und wie man Frauen richtig nicht behandeln sollte. Das zeigen wir hier an Beispielen des Spiels Leisure Suit Larry Reloaded. Ich würde auch sagen, an der Stelle vielleicht mal der Hinweis, da werden sicherlich Witze vorkommen, die nicht gut gealtert sind. Wollen wir ganz ehrlich sein. Aber ich glaube, man muss es mit ein bisschen Humor nehmen. Also das Spiel nimmt sich nicht ernst. Ich meine, die Hauptfigur ist eine 40-jährige Jungfrau, der eigentlich noch bei seiner Mama wohnt, glaube ich, und eigentlich seine einzige Aufgabe ist, eine Frau flach zu legen. Also das ist halt, ich glaube, da kann man schon so eine gewisse, ja, eher satirische Konnotation spüren. Ja. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Die Handlung ist auch nicht wirklich komplex. Die Handlung ist kurz zusammengefasst: Larry geht auf die 40 zu und ist frustriert. Er will endlich seine Unschuld verlieren. Deswegen fährt er in das sagenumwobene Las Vegas oder Los Vegas irgendwie so, um eine Frau flachzulegen. Und das ist die gesamte Handlung des Spiels. Das reicht schon. Also es ist halt, ja, es ist sehr witzig. Ich erinnere mich noch an so alte Larry-Erfahrungen. Also ich überlege gerade, was ich so gespielt habe. Ich glaube, den ersten Teil habe ich mal so ein bisschen gespielt. Aber das war ja wirklich noch die ganz alte Steuerung. Ne? Das war ja wirklich dann, dass du die mit den Pfeiltasten steuern musstest und die Befehle noch eingeben musstest, richtig? Das war ja eines der ersten, genau. Dann hatte ich, glaube ich, noch so einen gespielt, wo der in so einem Hotel war. Also ich glaube, das war der fünfte Teil oder so. Ich glaube, einen Teil haben sie irgendwie übersprungen. Das war ganz komisch. Und dann hatte ich tatsächlich, ich gebe es gerne zu, Magna Cum Laude gespielt, ja, damals auf der PlayStation 2. Hatte zwar nicht mehr viel mit Larry zu tun, aber es war ein Guilty Pleasure, was soll ich sagen? Also ich fand es irgendwie lustig, auch wenn es völlig, also nicht mehr viel mit dem Eigentlichen zu tun hat, ne? Das ist eine gute Frage, was mit dem vierten Teil passiert ist, weil im Trailer zu dem Spiel zu Leisure Suit Larry Reloaded sagt der gute Al Lowe auch, der macht Witze über die verschwundenen Disketten von Larry 4. Ja, also irgendwas ist da passiert. Ich weiß, dass sie den Teil irgendwie übersprungen haben. Also, warum auch immer. Das ist halt komisch, das ist wirklich 1, 2, 3. Oder der, kann das tatsächlich sein, dass ein Larry-Teil auf dem Index steht? Warte mal, ich guck mal nach, das interessiert mich jetzt. Also, weil wir haben ja einen Bildungsauftrag, also das müsste Leisure Suit Larry Teil 4 sein, ne? The Missing Floppies. Da hast du auch was damit zu tun, oder was, ne? So, L Lower. Humor Side. Actually, there are some answers. What is the truth? Okay. Okay, das lese ich mir nicht alles durch. Ich lese mal kurz durch. Er hat ja also ich bin gerade auf der Seite von L. Lowe, dem Macher von Leisure Suit Larry. Und ich guck gerade mal. Oh Gott. Also, es ist gerade ein ganzer Artikel. Du kannst wohl erstmal was sagen. Das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis ich da durch bin. Wir können jetzt mal das Tutorial starten. Ja, mach mal. Hi, I'm Al Lowe, creator of Leisure Suit Larry. Want to play an adventure game but not sure what to do? Just follow me. Oh, da ist er. This is a graphic adventure game filled with humor. Take your time and enjoy it. If you just race to the end, you'll miss the fun. You play Larry Laffer. Control him by choosing actions for him to take. This icon makes Larry walk to wherever you click.
This icon makes him look wherever you click. Mm-hmm. This icon makes Larry try to take or use whatever you click on. It's also used to open, turn, and touch things. This icon makes Larry talk to whoever it's clicked on. Mm-hmm. He usually only talks to people and animals, but he's been known to talk to many other things. This icon makes him taste or lick things, which is sometimes necessary, but sometimes disgusting. This makes Larry unzip, usually for one of two unsavory purposes. Expect more disgust. This shows the item from Larry's inventory that is ready for use. If his inventory is in his pockets, then this is what's in his hand. Since he's not holding anything now, it's an empty hand. But if he was ready to use his breath spray, for instance, it would look like this. This button opens Larry's inventory and shows the items he's collected and can use to solve puzzles. This button opens the setup menu where you change options. You can check it out on your own time. There are three ways to bring up all your action icons. One is to move your mouse to the top of the screen. Another way is to click and hold anywhere on the screen to see the radial menu. It holds just the most used icons. The third way is to right-click your mouse to cycle through the icons. Your inventory uses some of the same icons. This icon lets you look at an inventory item. This icon lets you use an inventory item. It may turn it on or off, open it, flip it, or something else. This arrow lets you select an item and make it the active inventory item. As shown by the cursor, you can click that item on another inventory item to see if you can combine them or use them together. Or you can click the item on Larry. Or on anything else in the game. Apple, just a buck. That's it. Now, how about a little game playing advice? Here's a hint. When you get something new in your inventory, open the inventory window and look and use it to see if it has any unusual properties or details. There are no dead ends in this game, so try anything. Oh, sure. If Larry should happen to perish, we'll put him right back to where he was before he made his fatal mistake. Keine Sackgassen ist schon mal schön. Das ist sehr beruhigend, wirklich. Thanks for buying the game. While you're playing, try to keep us amused, will you? We're still waiting for an available server in Sim Lost Wages. So, ganz kurz, ich habe in der Zwischenzeit mal gelesen, was die Gründe sind. Also laut Wikipedia sind die offiziellen Gründe, also jetzt auf dem Englischen steht das so, dass die damals Sierra zu der Zeit an einem Multiplayer-Spiel gearbeitet hat für das Sierra Network, aber das hat nicht funktioniert aus technischen Gründen. Also haben die da wahrscheinlich alle Ressourcen und alle Mühen reingesteckt. Und der zweite Grund war tatsächlich, dass mit Larry 3 das Ende sehr, ich sag mal, wirklich ein sehr definitiver Abschluss war mit so ein bisschen metafiktionalen Kommentar und also eigentlich sollte es damit abgeschlossen sein. Und deswegen ist man dann aus den zwei Gründen mit dem fünften Teil hat man dann einfach weitergemacht und das ist, ich sag mal so, der vierte Teil ist dann so ein bisschen zum Marketing-Gag geworden, so nach dem Motto wie, also für den fünften Teil hat man dann so ein bisschen witzigerweise, also sag ich mal so spaßeshalber auf den nicht vorhandenen vierten Teil referiert. Das sind jetzt so die zwei Gründe, die ich jetzt in der Schnelle rausziehen konnte. Also gab es jetzt einen vierten Teil, ja oder nein? Nee, den gab es nicht, Also ist man von 3 auf 5 gesprungen? Ja, also genau, also den Zeitpunkt, wie gesagt, man wollte dann so ein Multiplayer-Ding machen scheinbar, aber das hat aus technischen Gründen nicht funktioniert und Larry sollte eigentlich nur eine Trilogie werden. Und ja, aber scheinbar war das dann so beliebt, dass er gesagt hat, komm, fünfter Teil muss kommen. Also ich verstehe trotzdem, warum er das nicht mit dem vierten weiter gemacht hat, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, aber hier steht was dagegen, es war ein Real Marketing Coup, ja. Also, weil vom Prinzip her, wenn Leute den fünften Teil kaufen, würden sie sofort fragen, was mit dem vierten passiert ist, ne? Und das ist halt so zum Inside-Joke geworden. Also Fabrizia wollte mal die Spieler einfach ein bisschen verarschen, scheinbar. Das war so die Hintergrund. Ja. Aber hey, keine Sackgassen hier. Das ist gut. Das höre ich sehr gerne, weil das ist ja gerade leider auch bei Leisure Suit Larry, wie auch bei King's Quest und den ganzen anderen Sierra-Spielen, leider immer das Problem gewesen. Sackgassen. Und man weiß manchmal gar nicht, dass man in der Sackgasse landet. Ne? Ja, ist schon hart. Okay, aber zum Thema harte Sackgassen und Dinge, die hart sind, bist du hart genug für dieses Spiel? Ja, also mal gucken. Ich fühle mich gerade noch sehr weich. Mal sehen, was. Lass uns bitte nicht.
über sowas reden. Okay, okay. Los geht's. Einige erleben. Achso, mach du, Entschuldigung. Mach du. Einige Elemente der Handlung von Leisure Suit Larry Reloaded sind nicht für Kinder geeignet. Also bitte alle jetzt unter 18 den Stream, nicht den Stream verlassen, die Aufnahme verlassen, die Folge verlassen. Ich dachte, das Spiel ist ab 16. Ach, wir gehen. Ja, gut, Kinder können auch unter 16 sein, also so ist es ja nicht. Wir sagen, machen, ja, alle, die mit sexuellen Anspielungen und so ein Problem haben, und alle Kinder bitte jetzt das Video wegklicken. Zwinker, zwinker. Also sexuelle Anspielungen und so, das wird hier kommen. Auch sehr plumpe Witze. Also das ist. Ich sag nur, guck mal hier. Ja. Möpse. Ja. Ich bin echt gespannt, wie weit die hier wirklich gehen. Da bin ich echt mal gespannt. Also alleine jetzt wie, ne, für YouTube oder so, ob das da machbar ist. Aber ich denke, das ist eher so, ja, so ein bisschen Softcore-Porn-mäßig. Jetzt nichts irgendwie groß Anstößiges. Also. Außerdem, ich glaube auch nicht, dass viel Sex drin vorkommen wird, weil der Hauptcharakter ist Larry. Und Larry ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er einen guten Einfluss auf Frauen hat. Ja, eher im Gegenteil. Okay. Aber hey, vielleicht werden wir noch ein paar schöne Anmachsprüche mal schauen. Oh ja. Welchen hast du mir vorhin beigebracht? Hast du einen Spiegel in der Hose? Ich kann mich darin sehen, ja. Ah. Ja. Also, wie alt bist du eigentlich? Oh, über 100? Natürlich. 19 bis 39. Ah, sogar die richtige Antwort. Aber sicher doch. Um dein Alter zu bestätigen, musst du nur diese 5 Fragen richtig beantworten. Ach, stimmt, das musste man ja damals machen, ja. Woraus besteht Soylent Green? Ich weiß es. Ich auch. Ja. Soylent Green besteht aus Sojabohnenlinsen und Gemüse. Nein, natürlich besteht Soylent Green aus Menschen! Menschen! Ja. Ja, ist wirklich wahr, ne? Kannst du ja mal ein bisschen erklären, was Soylent Green eigentlich ist, also, oder worum es sich da handelt? Soylent Green stammt aus dem Film Soylent Green? Wobei, nee, der hieß anders. Was denn? Nee, der Film hieß Soylent Green, also wenn du den meinst. Der hieß so. Also. Nee, im Deutschen hieß der irgendwie anders. Am Englischen. Egal. Ja, aber da geht's um eine dystopische Zukunft, in der die Leute die ganze Zeit nur Soylent Green essen. Das ist so ein Ersatzprodukt, so ein Ersatzlebensmittel, weil halt nichts wirklich mehr wächst. Und irgendwann kommt der Hauptcharakter dahinter, woraus Soylent Green gemacht ist. Wohlgemerkt, es werden in der Hinsicht ja jetzt keine gesunden Menschen getötet. Die Idee ist halt, dass man kurz vorm Tod, oder dass man eigentlich, wenn man stirbt, oder ne, dass man da, glaube ich, zu Soylent Green verarbeitet wird. Also die Grundidee ist, glaube ich, schon so ein bisschen so dieser Recycling-Gedanke. Auch wenn es natürlich sehr morbid ist. Recycling-Gedanke. Ja. Okay. Ja, von welchem Brettspiel gibt es eine Genus-Edition, eine Babyboomer-Edition und noch viel mehr? Das müsste Trivial Pursuit sein. Ja, ja, was anderes ist Quatsch. Ja, Happy Hippos, ne? Führe diese Frage zu Ende. Ist der Papst katholisch? Ah, ich wollte mir das noch durchlesen, das ging jetzt viel zu schnell. Entschuldigung. Ja gut, das ist auch, oder? Ren und Stimpy sind widerlicher Mensafraß, ein Cartoon-Chihuahua und eine Cartoon-Katze, die beiden insgeheim ineinander verliebten Cops in einer TV-Serie aus den 90ern, Z-Prominente aus dem Wüstencamp. B, ja. Das ist B. Ja, genau, auch völlig verstorben eigentlich. Ja. Und jetzt zieh deinen Disco-Anzug an und mach dich bereit, in die Welt von Leisure Suit Larry Reloaded einzutauchen. Ich bin bereit! Ja, lass uns eintauchen. Ganz, ganz tief. In die Abenteuer von Your name Larry. Is Larry. Larry Laffer. You've arrived in beautiful Lost Wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue. You've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of Lost Wages hits you in the face like a hard slap. A feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may be low on funds, but you've got the looks, the lines, and the leisure suit. You're in town to find true love. And if you happen to get lucky along the way, that's okay. After all, you're nearly 40. And still upward, still untouched by human hands. Look out, ladies. I'm finding love tonight. Oh, ich hab jetzt schon Bock. Ja.
Das darf ich mal ganz sagen, dass es echt super aussieht. Also, ne. Das ist wirklich, also ist es schon mal sehr gut gelungen, finde ich. Vom Stil her, vom Look her richtig geil. Aber mal eine Frage, gab es nicht eigentlich theoretisch jetzt insgesamt 2 Remakes von dem Teil? Also es gab ja das Original. Ja, es gab das Original. Ja. Dann kam in den 90ern ein VGA-Remake. Ja, genau. Und dann gibt's das. Bear is famous for getting off his leash and spreading sunshine wherever he goes. If you act in a non-threatening manner long enough, maybe he'll come over and say hi sometime. Ich glaube, der pisst uns an, oder? Ja, wir können mal gucken. Ja. Hast du einen frischen Disco-Anzug mitgebracht? Dafür, dass der Hund dich anpinkelt? Oh, that's ja, fängt schon mal gut an. Spreading sunshine. Wir stehen hier einfach nur rum und werden schon angepinkelt. Das geht ja schon mal gut los. Okay, wir schauen uns erst oben. Ganz kurz, wir sehen da oben übrigens die Punkteanzahl. Ja, man kriegt Punkte für Rätseln und ja, für Dinge rausfinden. Wir versuchen alle Sachen zu finden, die wir finden können. Also, ja. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen bei 50.000 Punkten, ja. Aber. Wir versuchen uns so gut wie möglich anzustrengen. Das heißt, wir schauen uns. Kennst du das Spiel? Also, ich meine, hast du schon mal gespielt? Komplett, so, oder bist komplett jetzt auch blind. Ganz so freulich wie Larry? Mein erster Larry war Larry 7. Ja, oh, da bist du ja sehr spät eingestiegen. Ja, krass. Ja, ich weiß auch nicht bestellt. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Das heißt, wir sind beide ganz, ganz frisch dabei. Ich freue mich. Dann ich glaube aber auch nicht, dass die Handlung uns großartig überfordern wird. Nein. Mal sehen, wie es mit den Rätseln aussieht. Bin ich mal gespannt. Okay, wir schauen uns hier erstmal um, was es hier alles gibt. Ja. Nobody has dropped any change on the sidewalk. If you want money, you'll either have to sell yourself for sex or gamble. So, let's get gambling. Alter, okay. Da geht sich für Sex an. Kannst du die Zigaretten aufnehmen, die da liegen? Ich meine. You deliberately scrape your finger on the sidewalk, because it feels so good when you stop. Okay. Nee, Hobbys. Okay, was gibt's hier noch? Nobody has dropped it. So, let's get okay, da sind Mülltonnen. Lost Wages has been painting their garbage cans green to make them look like bushes. Ja, kannst du ja mal reinschauen, obwohl das ist so eine düstere Gasse. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen würde sofort. Wow, this bar is clearly full of really glamorous people having a swinging evening. Ja. Von außen sieht das so aus. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir drin sind. Ja. Return of a lost Bernese mountain lion. And a local band called Rosella and the Iceman is opening for the Captain and Tennille next week. Oh, Prinz Prügel aus. Somebody's offering a reward for the return of a lost Bernese mountain lion. And a local band called Rosella and the Iceman is opening for the Captain and Tennille next week. Prinz Prügel aus Bad Porno. Oh, ich merke schon mal gut an, wirklich. Es ist wunderbar. This sign identifies the bar as Lefties, where people drink liberally. Okay. Hast du noch ein Telefon? Ich würde das auch noch nicht rufen, dann kannst du ein Taxi scheinbar rufen, ne? Siehst du das? It's a taxi call box. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in die Gasse oder. Ja. In die dunkle Gasse. Das kann doch nicht gut gehen, oder? Ah, lass mal Müll rumwühlen, komm. Das fängt uns schon mal gut an, da riechen wir auch gut für die Ladies, ne? Genau, nachdem wir angepinkelt wurden, noch in den Müll. This is either your typical industrial dumpster or a repurposed photomat. Stell dir mal vor, da würde so ein Typ reinkommen, ne? So angepinkelt, nach Müll stinkend. Hallo Ladies. Oh Gott, ich glaube, das würde around in the dumpster, but you don't see anything valuable aside from some cocktail shrimp that might still be edible. That's good shrimp. Ich dachte, er steckt sie sich in die Hosentasche, statt die einfach in den Mund zu stecken. You poke through the garbage cans looking for anything that could help you get the girls. Look, nicht im Mülltonnen. It's a can of the same breath spray I use. And it's full. Why would anyone throw out a full container of breath spray? Doesn't make sense. You throw out your existing half-empty can and replace it with the full one from the garbage. Cause hey, free breath spray. Oh. Ja, okay, immerhin, aber ich frag mich gerade. Warte mal. Du schüttelst die Dose, fühlt sich so an, als wären noch 10 Sprühstöße da drin. Weil du musst dir ja vorstellen, also letztendlich hängt da noch der ganze Müllgeruch dran, ne? Und du steckst dir das dann so halb in den Mund, also. Ich will's gerade mal ausprobieren. Ah.
Okay. Okay, ich dachte, es passiert irgendwas anderes. Ja, ich würde es mir nur aufheben. Ich glaube, du brauchst du bestimmt diese Stöße da. Die Bierflaschen und so kannst du nicht aufnehmen, oder? Nee, da hat er nicht drauf reagiert. Da hat er nur das gesagt mit dem... Aber hey, wir haben unsere ersten 100 Punkte, Floppy. Indem wir im Müll Schrimps gegessen haben. Aber weißt du, was so lustig ist? Also andere Figuren würden so sagen, nee, ich... Warte mal, da kommt eine Katze. Ja. Ah, die pinkelt uns nicht an. Aber weißt du, ich find's so lustig, andere Figuren würden sagen so, da gehe ich ganz sicher nicht hin oder so, das mache ich nicht. Larry, oh komm, ich fress die Schrimps, ich hol mir die Mundspraydose raus, ich kenne da keine Gnade so ungefähr, weiß ich, einfach rein da. Ne? Mhm. Das finde ich ziemlich witzig. Okay, rein in die Bar. Wir schaffen das bestimmt sofort. Holy cannoli. It smells like a fire hydrant just walked in here. Okay, okay. Gehen wir alle durch, oder? Ja, wir gehen mal alle durch. You run your finger up and down her knee. Excuse me. Did I tell you you could touch me? You said it with your eyes. Next time get confirmation from my mouth first. Okay, loser. Ooh. So it'll be a next time? Reden wir mal mit ihr. Liebe Ladies and Gentlemen, liebes zuschauendes Volk, bitte begrapscht nicht einfach irgendwelche Frauen, Herren, Diverses, ohne deren Einverständnis. Ja, das ist, denke ich mal, hoffentlich klar. Wie gesagt, es ist ja nur ein Spiel, ja, diese Witze werden jetzt öfter kommen. Ja, also ja. Nehmt es einfach in diesem Universum als etwas Humoristisches wahr. Ja, was it's the 80s, bitch. Ja. Ja, it's the 80s, das ist richtig, ja. Okay, wir reden mal mit ihr. Ja. Du gehst auch gleich richtig ran, oder? Ich starte mal mit dem Typen reden. Running through my mind all day. I know, but you keep following me anyway. Oh. Kannst du auch mit ihr reden? Oh. Sorry if this sounds a little squirrely, baby, but I'd like to store you in my cheek pouches for a snowy day. Really? I'd like to crack your skull like a nut and bury your brains in the park. Alrighty then. Okay, wir reden mal mit dem Typen. Machen wir weiter mit der, solange the angle of the dangle and the heat of the meat. Classy. Okay, we're really starting to make a connection, eh? I wish it was long distance. You must be tired. You've been running through my mind. Okay, jetzt wiederholt sich das. Ja. I know, but you keep following me anyway. Okay, also kann natürlich sein, ich weiß nicht, ob es jetzt anliegt, dass wir angepinkelt sind, ja, oder sollen wir mal sie ablecken? Ich meine, wenn ich es rausmache, also. You inhale her scent. I'm sorry to just blurt this out, but you smell absolutely incredible. It's as if your inner light is so serene and pure that your aura has its own sweet and almost hypnotic aroma. I had tapioca for lunch. Okay. Was ist Tapioca? Das ist doch so eine komische Wurzel. Es gibt auch Tapioca-Joghurt und so. Ich guck mal nach. Das Tapioca ist eine Wurzel, ist recht. Das Bild an der Wand finde ich sehr, sehr schön. This is the famous portrait Mona Little Louder. Mona Little Louder. Rosa Schlüpfer ist ja. Ist gut. Das ist gut übersetzt, oder? Wer ist das? That's Jordan Lee. He's here frequently and they say he shot a man in Reno just to watch him die. Curiously, in Florida, Arizona and Montana, just to watch him die is a valid legal defense against homicide. Hey, loser! Wanna go get into some serious fucking trouble? Hey! No! That's a shame. I know some major shit going down tonight. It's gonna be awesome. That sounds boss. No, it doesn't. Ich rede mit dem, der scheint mir sympathisch. People don't mess around with you. They misjudge me. For instance, just because I know 1001 ways to inflict pain on the human body doesn't mean I like to hurt people. I suddenly have to go. I get that a lot. Oh, und wer ist das? It's appropriate to make eye contact with someone when you're new to each other. Especially this fine supporter of lefties. Ich glaube, der schaut und der da? In die Seele, oder? Manners. Look at someone first, then annoy him. This here's a respectable lefty supporting gentleman. Ich würde ja mal sagen, okay. Wir könnten ja gleich mal mit Lefty direkt sprechen, mit dem Barkeeper.
Ich schaue mir aber noch die zwei Typen da an. The gentleman filling his face is Tom King, a regular at Lefty's and the kind of guy you love to have with you at the movies, so you don't have to talk to him for 2 hours. Looking at me? Can't blame you, actually. I got that handsome roguish look. It's a curse. But hey, you know what I mean, right? Of course I do. Yeah, I'm sure you know lots of handsome guys in my situation. This international bon vivant, François de Keet, is one of Lefty's big investors. And being from Europe, he's extremely cool. Wow, you're cool! I know, right? It's almost too cool how cool I am, n'est-ce pas? Ooh, and you speak Klingon, too! No, I don't think so. I resent your chiseled features, your height, and your easygoing, laid-back demeanor. Can I have your life? No, I have too much cool to fit into that little body. Okay, mit dem rede ich nochmal. Not a lot of ladies around here. I know where we can find some sheep. I'm not there yet. Was? Not a lot of ladies around. I know where we can... Okay, reicht. Ja. You've really got the boyish devil-may-care thing down, Tom. I'm jealous. Well, it can't be learned. Und der da? Ja, der Hitler hat so genau socializing, Larry. Look at the person. Okay, wir schauen ihn erstmal an, bevor wir mit ihm reden. The one with the bottomless gut is Michael Hirschman. He's been coming to Lefty's for years, bending the elbow and running up a classically huge bar tab. He just paid it back, which is partly the reason Lefty's is open tonight. Yeah? What's up? I was just looking for women. Well, you're looking in the wrong place. It's pretty much a sausage fest here. I mean, I'm pretty, but not that pretty, if you know what I mean. I sure do. No, you don't. Ich frage mich trotzdem, was sie jetzt für einen Grund hat, hier überhaupt zu sein. Ich meine, bei der hier... Ist sie mit ihm zusammen? Denkst du? Nee, also ich glaube irgendwie, ganz ehrlich, also... Es sind ja alles ein bisschen komische Typen, ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte es sein, dass das eine ist. Ja. Eine Sexpartnerin, meinst du das, oder was? Dame der Nacht. Ach so. Ja. Ein Vampir. Ein Vampir, genau. Sie saugt. Nee, eine Prostituierte. Ja. Ja, kann sein, aber wie gesagt, also... Die scheint uns zumindest nicht zugeneigt zu sein. Also die anderen sind dann scheinbar einfach bessere Gentlemen. Ja. Wir haben sie auch noch nicht bezahlt. Ja. Okay, wir reden mal mit dem Typen da. Hast du Geld mit? Also jetzt mal eine blöde Frage. Naja. $94 in bar, also theoretisch. Also ich wollte es jetzt noch nicht bezahlen. Ich werde das Geld erstmal ein bisschen aufheben. Also ich speichere mal und dann gucke ich mal, ob das geht. Also die haben gesagt, es gibt keine Dead Ends. Das heißt, theoretisch dürfte uns das Geld ja auch nicht ausgehen. Also, weißt du? Im Sinne von... Okay. Ja. You don't owe any money right now. Nö, okay. Geht nicht. Da hast du das falsch interpretiert, siehst du. Kannst du, warte mal, geh nochmal ganz kurz hoch. Hast du da einen Hosenstall? Ja. You quickly check your fly by zipping it up and down a few times. Zips up, zips down in an instant for easy access. Yeah, baby. Yeah, baby. Ich will das jetzt gar nicht offen vorschleiern. Kannst du den Reißverschluss mal auf sie anwenden? Tut mir leid, aber. The whip-it-out suddenly approach has never worked for you, Larry. Not in any of the 40 or 50 times you tried it. Gottes Willen. Oh Gott. Okay. Ach, guck mal, weißt du, ich sehe gerade was, das ist ziemlich cool. Guck mal, der letzte Gegenstand, den du gewählt hast, der ist noch auf deiner Hand. Auf der unsichtbaren Hand da vorhanden ist. Finde ich ziemlich cool, also kannst du dann immer schnell darauf zurückgreifen. Ach nee, ich will nicht angrapschen, ich will mit dem Typen reden, nicht angrapschen. You know any good pickup lines? I don't need lines. I speak from the heart and my mouth. You are a Renaissance man. Okay. Ja, ansonsten schau dir mal Lefty an. He appears to be perverted, twisted and sick. You instantly take a liking to him. Ist das so? Der wirkt von allen irgendwie so am normalsten. Ich weiß auch nicht. Also okay, reden wir mit ihm. Have a seat at the bar first. What do you think this is? Some dive even cruddier than this? Okay. Sit down, please. You take a seat on an available bar stool.